mehr. Los, hoch, wenn dich hier liegen sehen, dann prügel ich nach sich ein. Gib her, schnell, ich helfe dir. Martin, die Brut von Sklaventreibern, die wird schon unruhig. Lass mich liegen, bitte. Ich hab so die Schnauze voll. Keine 10 Kamele kriegen mich hier weg. Erzähl doch keinen Müll. Wer zu unserem Volk gehört, bleibt hier nicht so einfach liegen. Steh schon auf. Stellt euch vor, ich hab eine unglaubliche Sehnsucht nach Freiheit. Ihr glaubt es nicht. Bist du verrückt? Darüber spricht man nicht. Du solltest nicht einmal daran denken. Schon wenn du an Freiheit denkst, sieht man es dir an. Ganz schnell bist du dann weg vom Fenster. Einfach spurlos verschwunden. Und wie soll dann deine Sippe überleben? Ist doch gar keine Gitter in Sicht. Träumen muss erlaubt sein. Und ehrlich, träumt denn nicht auch mancher von Unabhängigkeit? Von Freiheit? Von der weiten Welt oder wenigstens nach der alten Heimat? Aber wie soll das gehen? Kennst du jemanden, der gegen den Pharao in den Ring treten würde? Ich glaube, der muss erst noch geboren werden. Man muss aufstehen für seine Rechte. Gemeinsam. Träum weiter. Das ist kein Traum. Wir kennen es zwar nur noch aus den Geschichten der Alten, aber damals zur Zeit von Josef waren wir auf Augenhöhe mit den Ägyptern. Da war Josef noch Chef im Haus. Das waren Zeiten. Ja und? Viel zu lang ist's her. Alle sind tot und heute sind wir ganz unten angekommen. Keine so schlechte Idee. Stimmt. Wir können uns immer wieder zu ihm hinschleichen und etwas zu essen und zu trinken bringen. Und eine Entenfamilie wohnt auch nebenan. Die schnattert so laut, dass man sein Zwerg gar nicht hören kann. Halt mal, ich höre was wimmern. Wird aber still. Quatsch, die Entenfamilie macht einen Ausflug. Na klar, das hört sich aber anders an. Psst, seid doch mal still. Ich kann da was sehen. Da scheint sich jemand ins Schilf verlaufen zu haben. Seht doch mal nach. Oh nein. Schaut mal, der Winzling ist so klein, der kann sich noch nicht verlaufen. Scheint versteckt worden zu sein. Nach den Sachen zu urteilen, ein hebräisches Kind. Und wie schön er ist. Der Zwerg tut mir so leid. Ich nehme ihn unter meine Obhut. Wir sollten schauen, ob es jemanden gibt, der sich erstmal um den Kleinen kümmern kann. Das ist eine gute Idee. Sicherlich finden wir irgendjemanden dazu. Wenn das ein ausgesetztes Kind ist, hat er sicher noch keinen Namen. Ich werde ihn Mose nennen. Mose, weil das so viel bedeutet wie, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Es ist ein Wunder. Ich dulde keinen Rabatt. Willst du eigentlich auch Stockholm oder was? Ah, au! Hör auf, das tut mir weh. Hör auf, mich zu schlagen. Ich mach ja weiter. Aber bitte hör auf. Ich werde euch schon klein halten. Zu arbeiten habt ihr hier. Und sonst nicht. Bewegt euch, ihr faules Back. Ich geh schon. Ich mach schon. Aber bitte hör auf. Unglaublich, wie mit den Männern meines Volkes umgegangen wird. Ich muss hier was tun. Dieser Aufsehertyp hat seine Abreibung verdient. Das machst du nicht nochmal! Mose, was willst du von mir? Der hat dich besser verdient! So wirst du mit den Männern meines Volkes nicht umgehen! Du wirst ihn nicht schlagen! Du nicht! Ich hatte alles und mehr, lebte das Leben so sehr, was
fehlt der Mut. Oh, was ist das? Eine Fata Morgana? Noch da. Da muss es irgendwie echt sein. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich nachher Jethro erzählen. Mose! Mose! Ja, Herr? Komm nicht näher, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ja, Herr. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe gehört, wie sie über die Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes und großes Land bringen. Ja, ich habe sie gehört, die Hilfeschreie der Israeliten. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Mose. Ja, Herr? Mose, geh nach Ägypten. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Gott sagt, lass mein Volk gehen. Du musst das tun. Ich muss gar nichts. Ich muss meine Macht erhalten, muss mein Reich ausdehnen, muss andere für mich schuften lassen. Aber euch gehen lassen, das muss ich nicht. Ich stehe hier als Botschafter unseres Gottes. Gott redet durch unsere Worte mit dir, Pharao. Du musst uns ziehen lassen. Gott sagt uns, dass wir dich warnen sollen. Du darfst es seinem Willen nicht widersetzen. Ist ja lächerlich. Mein Wille ist Macht. Euer jämmerlicher Gott muss ich mir erst einmal beweisen. Pharao, wir warnen dich. Dir und deinem ägyptischen Volk drohen fürchterliche Plagen, wenn du uns nicht ziehen lässt. Und wenn schon. Meine Zauberer sind mächtig genug. Was könnt ihr mir schon anhaben? Tod, Tod und Blut. Die Fische sind tot. Und das ist nicht gut. Und jetzt sind meine Fische. Mose und Aaron zu sich kommen. Ihm war nun klar, dass er Gottes Macht nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Nehmt alle euer Hab und Gut, eure Herden und alles, was euch gehört, und verlasst augenblicklich mein Land. So befahl es Pharao. Wenn ihr nicht verschwindet, werden wir noch alle umkommen. So war die große Angst der Ägypter. Und das Volk Israel nahm alles, was es hatte, und zog aus. Es wird berichtet, es waren über 600.000 Männer und die Frauen und die Kinder.
Dazu alle Herden und der gesamte Sitz des Volkes. Ein Gewusel ohne Ende, eine Freude ohne Ende. Das Volk begann das Handeln Gottes zu verstehen. Ja.